Sag mal, habt ihr in letzter Zeit irgendwas gehört? Naja, sowas wie zum Beispiel Alarmsirenen? Naja, hier in München komischerweise hat man davon überhaupt nichts gehört. Naja, daher auch der Titel dieses Videos. Ich meine, hey, dann machen sie überall Werbung, Radio, Fernsehen, Zeitungen und dann nichts? Klappt denn in diesem Land überhaupt noch irgendetwas? Zahle ich meine Steuern bloß noch für Versager? Ich meine, ist das denn so schwer, dass wenigstens die Bombenalarmsirenen funktionieren? Ach ja, apropos. Das Wort Bombenalarm hat man ja tunlichst vermieden. Habt ihr es hier irgendwo gehört? Ja, früher hieß das nämlich Bombenalarm. Das sind die Bombenalarmsirenen, die sie getestet haben. Mit mäßigem Erfolg. Aber mal ehrlich. Haben sich da ein paar von euch nicht gefragt, warum testen die denn jetzt die Bombenalarmsirenen? Ja, die Erklärung, die uns die Preise dazu gegeben hat, die war ja mehr als fadenscheinig. Was die uns gesagt haben, das wäre wegen dem Klimawandel? Wegen zukünftigen Virusbedrohungen und Naturkatastrophen, Hochwasser, Waldbrand? Was hat denn ein Waldbrand mit einem Bombenalarm zu tun? Ich meine, klar, wenn eine Phosphorbombe in den Wald fällt, dann brennt auch der Wald, aber... Hat irgendjemand von euch diese Erklärung geglaubt? Ich werde es einfach mal aussprechen. Die testen den Bombenalarm nicht wegen dem Klimawandel, Waldbränden oder sonstigen Naturkatastrophen. Die testen den Bombenalarm wegen Russland. Ja, weil unsere in der DDR aufgewachsene Kanzlerin eine Schraube locker hat, und das sage ich ganz offen und ehrlich, das ist meine volle Meinung, diese Frau ist nicht ganz richtig. Ja, und die will einen Krieg anfangen mit Russland. Ganz simpel, ich meine, das sehen wir doch jetzt schon in Weißrussland unten. Ja, das nächste, was passieren wird, die finden vermutlich diese Oppositionsführerin irgendwo, Gesicht nach unten in einem Feld, mit einem Loch im Hinterkopf. Und dann, dann kommt der große Einmarsch. Aber lasst euch Zeit. Das passiert nämlich erst, wenn der Präsident des Friedens, Donald Trump, nicht wieder an die Macht kommt. Wenn der wiedergewählt wird, dann fallen die ganzen schönen Kriegspläne unserer Regierung oder Schattenregierung ins Wasser. Naja, und dann sind wir, das Volk der Welt, wieder ein paar Jahre sicher vor dem sicheren Krieg. Ja, auf jeden Fall ein Krieg mit Russland. Wo würde uns das hinführen? Ist es unbedingt ein Atomkrieg? Naja, möglich. Allerdings kann es auch sein, dass es zu einem konventionellen Krieg kommt. Gerade in Grenzregionen wie jetzt bei Weißrussland, wenn sich das dann der EU anschließen will, dabei sind, den Diktator zu stürzen. Nee, ich will da nicht mitreden. Ich lebe nicht in diesem Land, aber die Sache kommt mir verdächtig vor. Sehr verdächtig. Und mal ehrlich, seitdem Angelika Merkel in Deutschland an der Macht ist, gibt es eine Menge Sachen, die einem verdächtig vorkommen. Naja, alles in allem, der Bombenalarm-Test war ein riesen Flop. Ich habe nichts gehört hier in München. Vielleicht hat es in ein paar anderen Städten funktioniert, aber hier? Was soll man da auch erwarten? Die haben die Bombenalarmsirenen alle abgerissen. Ich habe noch ein paar Fotos davon gemacht, die ich jetzt nicht raussuchen werde. Das war damals noch in der analogen Zeit der 90er, als sie die ganzen Sirenenbunker abgebaut haben. Ja, die haben das so gemacht. Ich habe den Bunker noch gesehen. Die haben die Sirene einfach abgeschraubt. Dann haben sie den Bunker mit Erde aufgefüllt und einen Baum reingepflanzt. Der wächst dann noch heute im Hirschgarten. Naja, also, das ist wirklich eine Sache, die ich sagen muss. Wie soll der Bombenalarm denn funktionieren, wenn die Sirenen nicht mehr da sind? Warn-Apps? Was will ich mit Warn-Apps? Ich habe ein Nokia-Handy aus den 90ern. Ohne GPS. Also, alles in allem ist das wirklich bescheuert. Wie kann eine Regierung nur so versagen und sich dann auch noch damit rühmen? Aber, naja. Das ist so eine Sache, die Merkel wirklich gut kann. Absolut versagen und das Ganze dann als einen riesen Erfolg hinstellen, denn es ist ja so toll und so schlecht macht sie ihren Job ja gar nicht. Naja, also dann, die Bombenalarm ging nicht los,
Naja, hoffen wir mal, dass wir das hingekriegt haben. Bis die Pilze sprießen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Naja.